Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime. Das Spiel legt sich so langsam gegen Ende zu. Wir werden heute uns auf den Weg machen zu den restlichen Relikten, Artefakten der Chozo. Und ja, dafür müssen wir immer wieder raus hier, ne? Wir müssen jetzt erstmal hier raus. So, da. Weg von den, aus den Phasonminen. Zurück zur Tale Oberwelt. Uns fehlen ganze 5 Stück nur noch. Die Reste haben wir irgendwo mal gesammelt. Aber jetzt endlich mal aus diesem unsäglichen Gebiet raus. Ich bin so froh, das Gebiet ist so lang, oder? Es ist auf der Karte, wenn man sich die Karte so anschaut, relativ straightforward. Allerdings muss man so oft wieder hoch und runter und raus und wieder rein. Das ist unglaublich. Unglaubliche Szenen spielen sich da ab. So, als erstes müssen wir hier hin. Ja, das ist ganz besonders wichtig. Weil da ist das nächste Artefakt. Ich nehme euch einfach mit. Ich dachte mir, hey. Ja, wir müssen eh nochmal kreuz und quer durch die Reise. Und warum soll ich das offscreen machen? Ich meine, das gehört ja auch dazu, ne? Das gehört ja alles dazu. Oder was meint ihr? Ich muss nur mal kurz schauen, wo es denn genau hier hoch geht. Weil ich war hier auch jetzt ein bisschen länger nicht mehr. War hier nicht irgendwie unsichtbare fliegende Plattform? Nee. Aber hier. Wir müssen auf jeden Fall höher. Da oben ist er rein. Aber ich habe vergessen, wie es da hoch ging. Ich will da rein. Ach, da. Das sehe ich halt jedes Mal nicht, ne? So, Moment. Und noch höher. War das das mit dem... Moment. Nee. Doch. Ja. So. Das war hiermit, ne? Ja, ja, nein. Meine Güte. Bitte nicht runterfallen. Geschafft. So. Oh, ich hasse das. Wieso bleibt er hier stecken? Hä? Wieso fliege ich hier in Schwung? Ja. Ich weiß. Ich weiß. Danke, Spiel. Ah, nein. Ah, zu viel Schwung. So. Genau hier. Ich weiß nicht genau wo. Da. Ja. Ah, da rein. Okay, hallo? Friebelsteuerung. Nein, da geht's so Speed, okay. Wie weit muss ich das machen? Okay, nur so weit. Das
Nächster Artefakt. Jetzt sollte die Sache, wie kommt er hoch? Weil so viel Schwung habe ich, kriege ich nicht. So viel Schwung kriege ich nicht. Oder doch, doch, doch. Das nächste Chozo-Artefakt, das siebte von insgesamt 12. Jetzt nur noch 4. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte schauen. So. Ich will hier nicht nochmal durch die Fregatte durch. Deswegen werden wir gleich gegenüber gehen an die Ruine Chozo rein, weitergehen. Ja. Durch die Ruinen. So. Nochmal zum Baum. So, diesmal will ich da rein? Ja. So. Das ging in die Ruinen der Chozo, ne? Ja. Gut. Auf zu den Ruinen. Weil da weiß ich auch gerade von einem, was uns noch fehlt. Von einem weiß ich hier. Bei den anderen müsst ihr noch mal nachgucken. So. Spiegelbecken. Halle. Wir wollen in die Halle der Ältesten. Genau, da wollen wir auch hin. Und da bietet sich an, dass wir da auch das safen können direkt. Und dann müsst ihr mal gucken, wo die nächsten sind. Erstmal safen. Lass die Kröte mal Kröte sein. Lass mich durch. Danke. Ja, ich denke mal, ich werde nicht schneiden. Es bietet sich gerade nicht an. Ich meine, das Erforschen bringt ja auch Spaß. Nochmal durch das Gebiet durchzulatschen. Bevor wir halt komplett ins Finale gehen. Ich meine, es wird das letzte Mal sein, dass wir hier lang gehen. Ja, und dann da unten links. Weiter. Wahrscheinlich darf ich nochmal direkt gegen 3 Chozo-Geister kämpfen. Weil da kommen immer 2, 3 oder so hier in der Halle. So. Wir haben erst mit Feuerbeam noch nicht gemacht. Egal. Hauptsache, die sind weg. Und der letzte. Da haben wir alle 3 Chozo-Rätsel hier auch gemacht. Und da müsst ihr mal auf die Karte gucken, ob es hier noch irgendwo noch einen weiteren gibt. Eis. So, der nächste. Und somit fehlen uns nur noch 3. Ja, super. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte schielen, ne? Weil hier, den haben wir. Den hier hinten haben wir auch. So, ich schau mal ganz kurz. Okay. Wir müssen nach Fentrana. Wo sind wir? Tale Oberwelt. Östlich. Südlich von Talon. So, das heißt südlich. Östlich ist ja irgendwo hier.
Also westlich von Talon-Oberwelt müssen wir jetzt gehen. Das ist östlich, will ich nicht. Ja, aber östliche Teile Oberwelt hört sich besser an, oder? Warte mal. So, warte mal, wenn das hier Norden ist, dann ist das hier. Nee, oder? Osten ist rechts. Dann kommen wir wieder hier raus. Und dann müssen wir uns durch die Fregatte kämpfen. Also da habe ich gar keinen Bock. Das bedeutet. Im Endeffekt. Wir kämpfen uns nochmal hier durch. Bis wir hierhin kommen. Ist zum Glück nicht so anstrengend. Wo ist der Ausgang? Da. Weil wir müssen in die Höhlen von Magmor. In die Höhlen von Magmor und in die Eiswüste von Ventrana. In der Eiswüste weiß ich von einem, glaube ich. In der Höhle von Magmor weiß ich auch einen. Und jetzt hier links. Aber ich weiß halt, bei der Höhle haben wir schon öfter gehabt, dass ich da einen vermutete, aber irgendwie war der nie da, wo ich den tatsächlich vermutet habe. Der Weg ist zum Glück nicht so anstrengend. Sie sind wir auch schon 100 Mal gegangen, nicht wahr? Hä, what? Wie bin ich denn hier wieder gelandet? Falsche Richtung gegangen, aus irgendwelchen Gründen. Ja, stell keine Fragen. Stell keine Fragen. Geöffnest du dich? Ich meine, ich weiß, dass mir die Ladezeit, ne? Ich weiß es einfach, aber. Es ist halt ein No-Go eigentlich. Heutzutage ist das nervig. Ist auch noch was. Ich wüsste nicht wo. Ist noch zu doof. Wayne? Wayne? So, hier sind wir richtig. Ich will ihn hier mal in die Halle der Ältesten laufen. Nochmal muss das nicht sein. Ja, Schaden machen die Sachen Gegner doch noch, ne? So, hier weiß ich aber, wo er ist. Ich habe immer gedacht, hä, wo komme ich hier hin? Aber nein, ich glaube, man muss das hier machen. Oder Powerbombe. Powerbombe.
Wie oft hänge ich hier? Wie oft hänge ich hier? Viel zu lange und viel zu oft. Ah. So, wir benutzen einmal den Safe unten links. Ne, besser ist ja auch gerechtfertigt, ne? Mal kurz safen. Schadet nie. Im nächsten Part wird es einen großen Kampf geben. Gegen eine wiederkehrende Kreatur. Und jetzt nach links, unten links. Gegen eine wiederkehrende Kreatur aus dem Metroid-Universum. Die sehr oft wieder auftaucht. Fast ein Teil, oder? Außer im Metroid Dread. Das weiß ich, da kam sie nicht vor. Ich meine, ich muss es nicht tun, oder? Nee. Ach, und der Eiswürze fällt mir doch ein Ort ein. Oh, doch, da fällt mir jetzt ein, wo. Wo noch was sein könnte. Das ist Sache. Ja, ich kann links. Rechts lang gehen, von mir aus. Tut sich nichts. Links ein bisschen anstrengender. Rechts nicht so. So. Ist eigentlich gut in der Zeit, würde ich sagen. Eigentlich sind wir sehr gut in der Zeit. So. Gehen wir aber erstmal nochmal zur Tal- und Oberwelt. Denn dort kommen wir am leichtesten wieder in die Magmoor und Fendraner Gegend. Dip. Im nächsten Part wird der Welt sehr actionreich. Das verspreche ich euch. Ich habe Angst. Na, ich habe ein bisschen Angst. So, jetzt nach links. Und dann hier. Nee. Ich will eigentlich wieder in die Höhlen von Magmoor. Da, genau. Wir gehen aber erstmal zum Flugschiff. Zu unserem Raumschiff. Erst mit unserem Raumschiff kurz mal abspeichern, weil der Weg, ne? Der Weg ist einfach. Der Weg macht das Ganze mal so anstrengend. Deswegen sollte man den Weg immer relativ oft abspeichern. Weil wenn du verlierst, wenn du stirbst durch irgendeinen dummen Zufall oder so, kann das ganz gerne mal passieren, dass man den Weg nicht normal laufen will. Aber richtig hart. Dann willst du richtig hart den Weg nicht normal laufen. Aber da musst du dann. Und das ist ja so ein Moment, wo du denkst, so, spiele ich morgen weiter. Und dann, wenn der Moment kommt mit, spiele ich morgen weiter, dann ist meistens ein Moment, wo man das Spiel vergisst und Neues anfängt. Ja. Nicht so toll eigentlich. Nicht so toll. Genau, jetzt einfach nur geradeaus und dann links. Wir müssen da oben hoch, ne? Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ja, du kannst jetzt gar nichts mehr tun. Ganz am Anfang, ihr erinnert euch, der eine. So, und jetzt ganz einfach ganz unten links. Ich werde mich immer noch erschrecken. Es gibt gar nicht so viele Powerbomb-Container, kann das sein? So. Höhlen von Magmoor. Ich schaue in der Zwischenzeit, wo ich mit dem Fahrstuhl fahre, wo ich da hinkomme. Welcher Ort das genau ist. Ja, aha, ja. Sehr interessant.
Nope. Hallo Ältesten habe ich. Sonnenhof habe ich auch. Eliteforschung habe ich. Garten des Lebens war ich auch. Ein großes Lavabecken. Wo ist denn der große Lavabecken? Geothermale Lavapumpenbecken. Lavakanal. Da. Da müssen wir hin. Das ist von mir aus. Rechts. Okay. Also da lang. Der große Lavapumpenbecken. Ah. Lass mich bloß in Frieden. Keine Zeit für dich. Ah, die drücken einen so krass runter. So. Ich meine, die machen gar nicht mehr, das Lava macht gar nicht mehr so viel Schaden. Aber immer noch genug Schaden, dass es abnervt, ne? So, hier haben wir auch schon was geholt. Ich glaube, man muss hier Risse machen. Das irgendwer baut das wieder zu, ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich hier in der Röhre vertausche, verirre. Jetzt rechts. Einfach hier unten? Jo. Döp, döp, döp. Ich mag die Musik hier ganz besonders, ne? Mark Morty ist halt so einprägsam. Was? Welches? Es würde ich mal gerne wissen, welches bis jetzt. Wir haben ja schon jetzt alle Gebiete gesehen. Außer das allerletzte Finale. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, welches euer liebstes Gebiet ist. Wieder einfach Feuer fangen, ne? Aber das hat mich mal interessiert. So, wir müssen nach rechts. Ja. Und welches eure Lieblingsmucke ist. Das sind Sachen, die mich mal interessieren. Ich mag die Alicen von Magmoor. Ich weiß nicht warum. Aber ich muss da komplett nochmal durch oder kann ich mich hier durchschießen? Oh, ich muss da durch. Ich mache ja nichts an Schaden. Alter, komm, lass mich doch mal jetzt in Ruhe. Ey, jetzt wo ich hier nur rumlaufen bin und erforschen, an den restlichen Sachen sammeln, nerven die halt übertrieben. Und warum wechselt die Kamera plötzlich in die falsche Ansicht? Ey, das ist doch nicht wahr. Ja, ist klar, wollte ich andere Seite lang gehen, da wartet der da schon auf mich. Hallo, ich hab beim ersten Mal bin ich hier easy durchgekommen. Nein! Holy shit! So, hier war das nicht. Au! Sondern in den großen Raum. Moment. Da soll es durchgehen. Unten? Hä? Ach, da. Ja. Hörst du auf, das oben anzuvisieren? Ich weiß ja aber nicht welcher, ne? Welche Säule?
Du bist schneller. Kann ich das runterfallen lassen? Ich meine, man hört es ja. Aber man hätte es auch gesehen, hätte ich das aktiviert. Gut, dann haben wir das. Dann fehlen uns nur noch zwei. So, ich muss noch kurz gucken, wo die letzten beiden sind. Verzeiht mir da mal ein bisschen. Ah, okay, ich weiß, wo die letzten beiden sind, ja. Wie kommen wir am besten hin? Okay, da gehen wir hin. Wir sind auf dem Weg, ne? Wobei, oder hier? Ne, da wollen wir nicht hin. Das heißt, zurück in die große Überwachungsstation und dann den Gang daneben. Okay. Guti gut. Ich mag es halt warm, ne? Ich mag es halt warm. Man kann ja auch einfach rüberspringen, Alter. Es ist Spiel. Jetzt links. Ja. Also, in der Eiswüste weiß ich von einem, wo der ist. Bei dem anderen habe ich keine Ahnung, ne? Da muss ich mich mehr auf hier Sascha wieder verlassen. So, jetzt will ich nach rechts. Ich will mich ja nicht auf Sascha eigentlich verlassen. Ihr wisst ja, wie er ist. Weil Gregor hat mich damals bei Dragon Quest 5 auch einmal in die Irre geführt. Oder falsche Versprechen gegeben. Der hat einmal gesagt, ey! Der Dungeon ist relativ kurz, da kommt man schnell durch. Und mit kurzen Dungeon meint er halt eine gute Länge. Nervige Länge, mit vielen random Encountern. Und er sagt, und er schreibt da kurzer Dungeon, weißt du? Gregor halt. Gregor einfach. Sascha ist ja noch relativ nett. Der weiß, was zu tun ist. Ich hoffe, nur seine Beschreibung ist richtig nett, weil das ist das erste Mal, dass ich mich wirklich mal auf seine Beschreibung verlassen muss. Auch von den Gebietsnamen her, ne? Vor allem, das Ding ist halt einfach, dass so eine Lösung in so richtig Textform, so richtig untereinander gerattelt, ist natürlich anstrengend zu lesen und während des Spiels ist halt eklig. Man muss sich nebenbei auf den Text konzentrieren. Aber ja. Ich muss einfach kurz schauen, wo ist der? Zur Fentranischen Eisschlucht. Wir sind. Ist das hier? Fentranische Eisschlucht. Da hinten? Ja gut, auf dem Weg. Müssen wir nochmal hier hin. Und da haben wir es geschafft. Das. Und das. Also komplett. Und komplett unten. Hey, hätte ich einen kürzeren Weg nehmen können? Meine Part wird sowieso ein bisschen länger, aber hey. Sei es drum, nicht wahr? Einfach egal. Moment, hier war noch was. Genau. Guck mal. Kann man sagen, was man will. Die Wege lohnen sich doch noch. Eigentlich wollte ich unten lang wegen safen, ne? Ja. Safen wir hier einmal.
Und wir dürfen ja in zum Anfang des Labors auch noch komplett hin dackeln. Und ich glaube, wir müssen auch nochmal komplett durch. Ich versuche es mal zu vermeiden, das komplett durch zu müssen. Weil da nochmal mit dem Visier durch. Erinnert ihr euch nur noch, als wir mit den Viechern Probleme hatten? Lol, einfach. War das hier? Ja. Da. Wie das Spiel einfach plötzlich stehen bleibt. Ich hatte gerade mega Schiss. Was war so ein Endgegner? Ne? Guten Tag. Ich würde gerne hier wieder hoch. Ah. Wahrscheinlich hat er halt ganz viele Sachen geladen. Im Hintergrund. Ganz viele Sachen wurden im Hintergrund geladen. So kann es mal passieren, ne? Damit dies nicht passiert, hätte ich das Spiel komplett vorher nochmal komplett durchspielen müssen. Aber ich hatte gerade echt Angst, dass das Spiel jetzt stehen bleibt. Weil ich jetzt hier in Vertaler nicht gespeichert habe. Was speichern tue ich jetzt erst? Geh einfach down. So. Das hier ist quasi eine Abkürzung. Die war nicht von Anfang an da. So, hier gehe ich aber jetzt einmal safen, weil wenn das nächste Mal da passiert und abstürzt, noch im schlimmsten Fall nicht so super, ne? Gut. Jetzt. Wobei, wir müssen gar nicht. Doch, wir müssen zum Teil durchs Labor, ne? Nicht ganz. Hier ist das Labor. Aber doch, wir müssen halt fast komplett durch. Auch selbst wenn wir hier über den Dom gehen. Aber wir müssen hier einmal lang. Jetzt gleich. So geradeaus, ne? Nee. Hier rechts. So. Hä? Warte mal. Nee. Ah, wir müssen doch nach oben zum Kontrolldeck. Oh, wir müssen ja doch da durch. Na gut, halb so schlimm. Halb so schlimm. Alle, wir haben alles im Griff. Alles im Butter. Wir sind richtig stark. Ich habe gedacht, das Kontrolldeck ist vorher schon.
Ich habe gedacht, das wäre vorher schon. Jetzt hier rechts oben. Nein. Ein Personenaufzug. Die lernen es halt einfach nicht. Müssen ja verbrennen, ne? Ich liebe diesen Feuerbeam einfach. Die Dinger sind auch belastend. Maximal belastend. Vor allem, wenn man die kaum sieht. So, von hier aus noch höher. Weißt du, welches Sicht einfacher ist? Ich glaube, die. Ja. War es hier lang? Nee, aber es ist safe. Aber ein Safe. Mitnehmen. Das ist heute mal ein wirklich langer Part. Und ich glaube einfach nur gegenüber, ne? Man sieht halt gar nichts. Genau, wir waren da oben. Und dann sind wir auch schon da beim nächsten Artefakt. Ich hätte echt gerne einen anderen Weg gefunden, zum in die Choso-Dinge. Bleib einfach stehen. Das war's nicht. Jetzt was aber. So, ihr erinnert euch. Hier. Ja, hier. Genau hier. Hier kann man jetzt durchschießen. Moment. Da. Ein Fundament dieses Turms ist eine große Treibstoffzelle angebracht. Die Energiesignaturen weisen starke Pegelschwankungen auf. Die äußere, aus Radium bestehende Hülle des Gehäuses scheint beschädigt worden, so instabil zu sein. Versteht ihr? Das war das Geräusch, was wir die ganze Zeit wahrgenommen haben. Da muss man natürlich auch drauf kommen, oder? Jetzt mal ehrlich. Ohne Guide? Ohne Guide? Ein Artefakt fehlt noch und wir sind eigentlich in der Nähe, eigentlich, glaube ich.
Wir schauen gleich mal, wenn ich wieder zurück bin. Wirklich? Wie komme ich da zurück? Jetzt ernsthaft? Wie komme ich da zurück? Hier oder was? Ja, lol. So, jetzt wollte ich gucken, wie wir jetzt weiterkommen. Müssen hier runter. Da hin. Okay, also sind wir richtig. Wenn wir schon hier sind, dann gehen wir auch von hier aus weiter. Ja. Versuche natürlich die ganzen Gegner zu ignorieren. Weitestgehend. So. Unten. Das meine ich. Die sind so belastend. Und immer genau da, wo man sie am wenigsten haben will. Ja, Türen wurden erriegelt, das freut mich. Lass mich auch durch. So, und jetzt links unten. Lasst mich einfach in Frieden. Wenn man einfach nichts sieht, ne? Welchen Weg? Oberen oder unteren? Bleibt sich eigentlich gleich. Das bleibt sich gleich. Hi. Ich werde vorher safen.
Ich kann nicht safen. Hey, wo geht's denn hier weiter? Unter mir. Na gut, machen wir es jetzt. Auf Rückweg kann ich safen, immer noch safen. Wir sind in der fatalischen Eisschule angekommen. Und hier soll es irgendwo was geben. Ich lese mal kurz. Also wir sollen da oben, in den oberen Bereich. Dann tun wir dies. Was ein widerlicher Scheißding. Jetzt schon der schlimmste. Das schlimmste Artefakt. Geht's dabei rauf? Ja. Man muss halt manchmal gucken, ob es wirklich da auch rauf geht, ne? Nicht, dass es so eine Billo-Plattform ist. So eine Scheinplattform. Ist das das richtig? Ist das hier? Powerbomb-Container. Habe ich nicht gerechnet. Langsam raus. Vertrauen Scheiß, warte mal. Okay, Thermal, wieso? Nein, schafft man nicht, ne? Ja, okay, hier. Oh. Aha. Wow. Somit haben wir alle Chozo-Teile. Dann würde ich sagen, werde ich mich nochmal aufscreen. Zurück zu meinem. Aber ich würde gerne mal. Ich würde gerne mit euch nochmal zu der Speicherstation. Das ist mir zu heikel. Wenn ich jetzt den Emulator pausiere, ob der Emu abstürzt. Nein. Manuelle Saves sind wichtig. War hier links. Dass er nicht so weit reicht. Ich meine, ich sollte da raufkommen. Wir haben ja die Abkürzung schon freigeschaltet. Mit den Stalaktiten. So, einmal alles absafen hier. Wow. Das ist mal ein langer Part. 55 Minuten, knapp eine Stunde. Heftig. Heftig, aber es macht Spaß. Es macht Spaß, wir werden uns im nächsten Part mit allen Chozo-Artefakten, ihr wisst, wohin wir gehen. Das wird ein Spaß. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann. Haut rein und tschüss.